Auf meinem Blog habe ich ja schon einmal von diesem Federkamm berichtet, den ich für meine Precisio Festool-Tischkreissäge gebaut habe. Heute könnt ihr sehen, wie ich dieses praktische Tool einsetze. Und zwar geht es darum, von dieser Leiste hier, das gibt eine Fußleiste, die unter eine Tür passen muss, 6 mm abzufräsen. Als erstes kommt die Halterung hier in die V-Schiene hinein. Diese Halterung passt übrigens an alle Festool-Tische, also auch an den Multifunktionstisch und an die größeren Sägen, auch an die Sägen, die für die Tauchsägen gebaut sind. Die Pläne findet ihr in meinem Blog. Dann haben wir den Federkamm. Und den stellen wir hier den Brett gleich richtig ein, etwa 2 mm überlappen lassen, damit wir da genug Pressdruck erhalten. So. Unsere Fußleiste ist aufgeschnitten. Der wesentliche Teil des Federkamms ist eigentlich nicht der Federkamm selbst, sondern diese Halterung, die der Halterung des Universalanschlags vom Festool nachempfunden ist, die, wie gesagt, an jeden Festool-Tisch passt und an dem man natürlich auch andere Sachen und nicht nur einen Federkamm befestigen kann.